Hi, ich bin Jonas. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch 5 nützliche Tipps zum Umgang mit Microsoft Word. Zunächst aber noch schnell eine Info. Die Features, die ich euch gleich zeige, bedingen, dass ihr ein Office oder Microsoft 365 Account habt, mit dem ihr gerade die Online-Features aus Word nutzen könnt, die ich euch jetzt zeige. Ich habe hier jetzt mal eine Test-Word-Datei aufgemacht mit ein bisschen Blindtext. Lasst uns mal anfangen mit Tipp Nummer 1. Den automatischen Übersetzungen in Word. Ihr könnt in einer Word-Datei Text markieren. Ich markiere mal den oberen Bereich. Rechtsklicken und Übersetzen auswählen. Dann geht auf der rechten Seite ein Menü auf, das euch den markierten Text anzeigt, automatisch die Sprache erkennt und ihr könnt unten auswählen, in welche Sprache dieser Text übersetzt werden soll. Ich habe hier jetzt mal Englisch ausgewählt, aber ihr seht, es gibt eine ganze Menge Sprachen, in die ihr hier übersetzen könnt. Das Ganze ist KI-basiert, funktioniert auch nur, wenn ihr online seid. Und dann könnt ihr den Text, den ihr übersetzen wollt, automatisch unten einfügen. Ihr seht, der Text wurde jetzt unter den Originaltext hier eingefügt. Hier haben wir die englische Version und hier oben die deutsche. Ein sehr nützliches Feature, aber verlasst euch bitte nicht auf die Übersetzungsqualität. Ihr solltet auf jeden Fall hinterher nochmal drüber gehen, aber um schnell schon mal die Dinge vorzuübersetzen, ist das gar keine schlechte Funktion mit dem Bing Translator, der dahinter steht. Die zweite Funktion, die ich euch zeigen möchte, ist das Einfügen von Bildern und Piktogrammen. Man kennt das, ab und zu schreibt man irgendwelche Dokumente und braucht vielleicht ein Beispielbild oder in irgendeiner Form eine Grafik, die dazu passen würde. Jetzt kann man losgehen und im Internet danach suchen. Da muss man darauf achten, sind diese Bilder urheberrechtlich geschützt, darf ich sie verwenden, haben sie die richtige Auflösung. Ein ganz nützliches Feature in Word ist das Einfügen von Bildern und Piktogrammen. Wenn ihr Bilder einfügen wollt, habt ihr hier mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt Bilder vom Gerät einfügen, ihr könnt Bilder, die online in eurem Account gespeichert sind, einfügen oder Online-Bilder. Wir klicken mal auf Online-Bilder und schauen, was es da als Angebot gibt. Es geht dieser Dialog auf. Ihr seht, ihr habt hier jetzt diverse Kategorien, aus denen ihr Bilder einfügen könnt. Diese Bilder kommen aus der Bing-Suche und ihr dürft die problemlos verwenden, weil die Bing-Suche hier nur urheberrechtsfreie Bilder raussucht. Ich möchte jetzt in meinem Beispiel etwas mit Kaffee einfügen, klicke hier drauf und bekomme dann diverse Bilder von Kaffee-Variationen angezeigt. Wir wählen jetzt hier eine aus, sagen, ich möchte diese hinzufügen. Und automatisch wird das Bild heruntergeladen und in der Word-Datei an der Stelle, wo ihr gerade den Cursor hattet, eingefügt. Zusätzlicher Hinweis zum Thema Bilder einfügen in Word. Zum einen, ihr habt die Möglichkeit einzustellen, wie die Layout-Optionen sind. Damit verhindert ihr beispielsweise, dass dieses Bild die komplette Word-Formatierung zerschießt. Ich glaube, das kennen wir jeder. Ihr könnt hier einstellen, wie sich das Bild anpasst. Eine zweite Funktion beim Einfügen von Bildern, die ganz praktisch ist, ist der Punkt Bilderbeschriftung. Ihr macht einen Rechtsklick auf das Bild und wählt Beschriftung einfügen und könnt hier jetzt einfügen, welche Beschriftung ihr haben wollt. Standardmäßig wird euch Abbildung 1 vorgeschlagen. Ihr könnt auch zwischen den Beschriftungen auswählen. Es gibt 3 Standards, Abbildung, Formel und Tabelle. Dann könnt ihr noch die Position auswählen, unter oder über dem Bild. Wir wollen jetzt mal unter dem Bild und ihr seht, ihr habt automatisch Abbildung 1 ausgewählt. Der zweite Teil dieses Tipps ist das Einfügen von Piktogrammen. Neben dem Punkt Bilder hier oben gibt es auch noch die Möglichkeit, Piktogramme einzufügen. Wenn ihr beispielsweise Dinge mit Symbolen abbilden wollt, anstatt alles mit Text in Tabellen oder ähnlich, könnt ihr eine Auswahl von einfach gehaltenen Icons hier einsehen. Es gibt hier verschiedenste Kategorien, aus denen ihr auswählen könnt. Nach denen könnt ihr filtern und bekommt diese dann hier angezeigt und könnt sie beispielsweise einfügen. Mit diesen Piktogrammen könnt ihr eure Dateien beispielsweise aufwerten, indem ihr Kapitelüberschriften oder ähnliches mit Piktogrammen, die dazu passen, verseht. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr lebendigen Flair. Am Beispiel dieses Piktogramms möchte ich euch noch schnell zeigen, was passiert, wenn ich eine zweite Bildbeschriftung hinzufüge. Automatisch zählt Word hoch. Ich sage jetzt direkt Bildbeschriftung einfügen. Er macht direkt Abbildung 2 daraus. Auch eine sehr praktische Funktion. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie man Inhaltsverzeichnisse ganz einfach in Word-Dateien einfügt, um seine Texte besser zu strukturieren. Wir gehen dafür einmal nach ganz oben, schaffen mal ein bisschen Platz und gehen dann oben in der Navigation auf den Punkt Referenzen. Dort gibt es ganz links den Punkt Inhaltsverzeichnis einführen. Wir können jetzt hier zwischen verschiedenen Verzeichnisstrukturen auswählen. Wir wählen automatisches Verzeichnis 1.
Ihr seht, es kommt eine Meldung, die euch darauf hinweist, dass wenn ihr ein Inhaltsverzeichnis einführt, Überschriftenstrukturen eingeführt werden. Wir haben jetzt das Inhaltsverzeichnis eingefügt und können jetzt als nächstes Überschriften einführen. Dafür gehen wir wieder auf den Punkt Start und wählen aus den Formatvorlagen hier den Punkt Überschrift 1. Wir schreiben über den ersten Text Überschrift 1, wählen für den zweiten Text wieder den Punkt Überschrift, nennen das Überschrift 2 und wählen auch beim dritten Text wieder Überschrift als Formatvorlage und nennen das Überschrift 3. Jetzt scrollen wir nach ganz oben, gehen auf unser Inhaltsverzeichnis und klicken hier auf Aktualisieren und sehen, wir haben die drei Überschriften direkt angezeigt, inklusive der Seitenzahl. Wenn ihr das mit dem Inhaltsverzeichnis schon kennt, dann habe ich vielleicht noch einen, den ihr heute noch nicht kennt. Unter dem Punkt Referenzen hier oben gibt es auf der rechten Seite auch den Punkt Abbildungsverzeichnis einfügen. Wir klicken da mal drauf, ihr bekommt dann vorgeschlagen, wie das Abbildungsverzeichnis aussieht. Wir lassen das mal im Standard, klicken auf OK und sehen, jetzt wird auch quasi ein Verzeichnis für die Abbildung, die zwei Bilder, die wir vorhin in Tipp 1 eingefügt haben, hier eingefügt. Ebenfalls mit Zeilennummer und der entsprechenden Beschriftung unserer Abbildung. Auch das ist gerade bei umfangreichen Word-Dokumenten sehr praktisch, wenn man neben dem Inhaltsverzeichnis am Ende vielleicht auch noch ein Abbildungsverzeichnis oder ein Quellenverzeichnis einfügen möchte. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Das ist der Thesaurus. Wenn ihr euch jetzt fragt, redet er plötzlich von Dinosauriern? Nein, ich rede von einer Funktion, die euch Synonyme für Wörter vorschlägt. Hier am Beispiel von Franz Kafkas Die Verwandlung möchte ich euch mal zeigen, wozu der Thesaurus da ist und warum der eigentlich ganz hilfreich ist. Ihr könnt in einem Text, den ihr selber geschrieben habt, euch für gewisse Worte Synonyme vorschlagen lassen. Wenn ihr beispielsweise einen langen Text schreibt, dann neigt man ganz häufig dazu, immer wieder die gleichen Worte zu verwenden. Damit das nicht so öde und immer repetitiv klingt, können wir mit dem Thesaurus uns alternative Dinge vorschlagen lassen. Zum Beispiel gehen wir mal im zweiten Satz auf das Wort verhaftet. Ich kann rechtsklicken und gehe auf den Punkt Synonyme und bekomme hier verschiedene Dinge vorgeschlagen, die sinngemäß das gleiche bedeuten wie verhaftet. Das gleiche funktioniert auch für Substantive wie den Begriff Träume, wie den Begriff Ungeziefer oder auch wie das Wort Fahrt. So könnt ihr eure Texte ein bisschen aufpeppen und nachdem ihr etwas geschrieben habt, schauen, dass ihr vielleicht Worte durch gewisse andere Worte ersetzt, damit der Text ein bisschen hochwertiger klingt. So, als fünften Tipp möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr aus einer Word-Datei eine Online-Präsentation machen könnt. Das bedeutet, ihr habt eine Word-Datei geschrieben und möchtet diese in irgendeiner Form vorstellen. Nun ist es ein bisschen unhandlich, eine Word-Datei irgendwo vorzustellen. Und das Umwandeln in eine PowerPoint, das heißt das Kopieren der Texte in irgendwie PowerPoint-Folien, ist auch nicht so ganz schön, denn wer schaut sich schon gerne PowerPoint-Folien voll Text an? Was dabei hilft, ist das Microsoft-Produkt Sway. Wir können diese Datei jetzt in eine Online-Präsentation in einen sogenannten Sway umwandeln und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Wir gehen dazu auf den Punkt Datei, wählen Transformieren und dann den Punkt in Website umwandeln. Ihr habt dann verschiedene Formatvorlagen. Wir wählen hier jetzt die erste aus und sagen Transformieren. Dann beginnt Microsoft Sway sich zu öffnen und lädt eure Word-Datei da rein. Und ihr seht, wir haben jetzt unsere Word-Datei mit dem Inhalt, also beispielsweise Überschrift 1, hier direkt. Wir haben das Hintergrundbild aus der Vorlage, wir können runterscrollen und ihr seht, hier ist der Text, den wir in unserer Word-Datei haben. Automatisch schwebt die zweite Überschrift rein und auch die dritte Überschrift für den dritten Absatz ist direkt da. Jetzt habt ihr quasi eine Sway-Datei, die ihr so wie sie ist, auch direkt online teilen könnt und man kann sie sich im Browser anschauen. Und so könnt ihr beispielsweise eine Word-Datei ganz komfortabel in einen Online-Präsentationsmodus versetzen. Ihr könntet hier jetzt auch noch in den Bearbeitungsmodus gehen und in Microsoft Sway weitere Anpassungen daran vornehmen. Aber das zeige ich euch mal in einem separaten Video zu Microsoft Sway. So, das waren 5 nützliche Tipps zum Umgang mit Microsoft Word. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, kanntet ihr diese Funktionen schon oder welche Features findet ihr in Word super praktisch, die ihr vielleicht auch hier mal sehen wollt.
Und ansonsten schaut auf dem Kanal vorbei. Hier gibt es mehr solcher Videos rund um die Office 365 Produkte mit vielen nützlichen Tipps und Tricks und ein paar Tutorials. Danke fürs Schauen dieses Videos, danke für den Like und wie immer, bleibt gesund und tschö mit Ö.